Heute versuche ich noch einmal erklären, Zentrum und Ring und Dynamik. Stell dir vor, das wäre ein Teller, dieser Stein. Und auf dem Teller ist schön zärtlich zubereitet eine Mahlzeit mit Leberkäse in diesem Fall. Das nehmen wir an, das wären aber lebende Geschöpfe, schöne Mädchen. Das Essen. Also das sehnsüchtige Begehr. Kann ja mal Essen sein, ein Futter. Aber ich muss ja aufpassen, dass das Hühnchen mir den Leberkäse nicht herunter isst, sonst kann ich es nicht mehr zeigen. Was lassen Sie? Weil ich muss sich schauen, ob er riecht. Nein, er riecht nicht. Danke, Wiedersehen. Also, das Hühnchen hat gewusst, dass ich den Leberkäse noch brauchen werde. Jetzt ist Folgendes. Normalerweise, wenn dieser Leberkäse zubereitet wird, dann hat man den zuerst müssen verdienen. Zum Beispiel mein Vater, der hatte gearbeitet und hat der Mama diesen Leberkäse gebracht. Die Mama hat ihn gebacken und zubereitet und Gewürzstoffe und das alles. Die Oma hat vielleicht mitfinanziert, indem sie die Heizung gezahlt hat für die Wohnung oder das Geschirr inzwischen gespült hat oder vorbereitet hat oder gegeben hat als Erbschaft, schönes Geschirr der Familie. Und die Kinder und die alle möchten das mitessen, verstehst? Und vielleicht Freunde sind noch eingeladen, ein paar. Aber das ist die Familie, dieser Reis. Dem steht es eigentlich zu. Wenn aber, sagen wir, nehmen wir an, ringförmig von außen die Landbevölkerung, die Familie so stark belastet, draußen ist und selber nichts mehr im Land, zum Beispiel erzeugt, keine Produkte, sondern sagt, nein, wir tun nur so Dienstleistungen, beraten, wir werden Richterin, Magisterin, Soziologin, Jugendversorgerin, irgendwie Urteilerinnen. Und dann nur Urteile bilden und nur schreiben blaue Briefe und nur belästigen die Leute. Dann belagern die ganz viele, verstehst, ringförmig, kommen alle von allen Seiten, tun im Land nichts mehr, weder Acker bestellen, noch Tiere züchten, noch nichts, verstehst, noch Land, Forstwirtschaft, sie tun nichts, sie tun nur beraten. Und kommen alle in die Kernfamilie, ist in die Innenstadt, und Raum und fressen denen. Und nehmen die ganzen Stücke, diese Mädchen, die schönen, oder das Essen und das alles, was gut ist, heraus und treiben es hinaus und verbrauchen es dort, verstehst? Und wenn sie noch böser sind, dann machen sie es überhaupt so, dass sie nicht nur bis zur letzten Schale alles mitnehmen, also herausrauben, sondern dass sie das Innere sogar als Abort benutzen. Das heißt, dass sie da noch scheißen, also die Exkremente niederfallen lassen und erst dann mit der Beute ziehen, verstehst? Oder zwischendurch die Beute draußen essen, aber da wieder das als Abort benutzen. Das hat der König David gut beschrieben. Also wenn die Stadt so in Kannibalismus, in der Ghetto-Stahl-Situation so ausgeraubt wurde, dass sie nicht nur geplündert wird, sondern dann auch noch zertrümmert, dass nur mehr Scherben liegen und sogar die Leute hinscheißen in dieses Zentrum oder verunreinigen, sodass nichts mehr geräumt wird, wie es manchmal in manchen Stellen hat man das gesehen, zum Beispiel in Sizilien, in manchen Städten, oder dass der Müll nicht mehr wegtransportiert wird oder dass sie die Bioinvasion, die Ratten schon umeinander dümmeln zwischen den Aschenkübeln und dass die Met auch schon lagern und dass die Leute einfach tun und lassen und die Glasfenster zersplittern und dann rausgehen, verstehst? Da hat König David gesagt, wenn ich komme, dann werde ich den ganzen Palast niederbrennen lassen. Einäschern, verstehst, niederwalzen und die ganze Stadt zu einem Abort machen. Das ist bereits ein Abort, sagt er. Verstehst du, wie ich meine? Wo diese ausgebecherten Zentren, die zuerst ein Teller waren, dann die ganze Scheißhaufen oben haben. Der Müll, verstehst? Und so hinterlassen wird. Das leere Teller, jeder scheißt dann zum Schluss drauf, verstehst? Und dann geht nichts mehr. Dann lässt er nicht mehr aus. Und der König David hat gesagt, wenn ich so etwas sehe, das erzürnt mich sehr. Ich bin König, ich ertrage das nicht. Ich habe berechtigten Eifersucht, wenn sowas geschieht. Das ist sehr meinerig, das ist sehr böse, verstehst? Das ist sehr unzüchtig. Das ist untugendhaft, das ist lasterhaft, verstehst? Das ist wie Babylon die große Hure, verstehst? Wenn ich das sehe, dann komme ich mit der Staatsgewalt. Und das bin ich. Ich, der Regent. Ich, die königliche Hoheit,
Ich, selbst König David, ich, der einen Nachfolger hat, da ist Jesus Christus, verstehst? Ich, die Gottheit, die Repräsentanz der Gottheit, beschreibe den Scheißhaufen und kann ihn erkennen, verstehst?